finding that space of finding highest aspect of yourself in order to express highest creation of you. Wichtig ist also, diese Weite zu finden, diesen höchsten Aspekt unserer Selbst, der uns ermöglicht, unseren höchsten Ausdruck zu entfalten. When we say, what space you're talking about, you know, I have no idea. So then it's difficult to talk about more about that space because you have no idea. And so it's better to talk about how it's obscured, how you feel it's blocked, how you're not experiencing it, rather than how you are experiencing it, right? So then that more familiar topic. Mm. Tatsächlich ist das sehr viel schöner, wenn man das so direkt erlebt, wie Weite sich anfühlt. Häufig ist es ja eher umgekehrt, dass wir gar nicht über die Weite sprechen können und auch nicht über sie nachdenken können oder sie erforschen können, weil wir einfach vor allen Dingen mit dem beschäftigt sind, was die Weite einschränkt, was die Weite beeinträchtigt, was die Weite geradezu blockiert. Darüber können wir oft viel sprechen und es ist für uns schwer, diese Weite als solche zu erkennen. So just imagine, each one of you, imagine. Wir stellen uns jeder vor, that in any given moment, difficult moment, dass wir in jedem schwierigen Moment, you egal welcher, recognize the challenge, the block, wenn man diese Herausforderung, diese Blockade erkennt, you're able to observe, recognize and shift, man dazu in, und dann in der Lage dazu ist, das zu erkennen, and zu betrachten und zu verlagern, dass wir and dann just imagine from diese that Weite space, entdecken. You say something. Und dass man dann aus dieser Weite heraus spricht. I'm sure you have beautiful things to say. Ich bin sicher, dass man dann wirklich gute Sachen zu sagen hat. Or maybe the answer is a negative answer. Vielleicht ist es auch eine negative Antwort. Or maybe even the negative answer, you have a beautiful, confident way of expressing it. Aber man hat vielleicht eine schöne und eine selbstsichere Art, diese negative Antwort auch so zu geben. I'm not saying yes, world. Sometimes they have to be no. Es gibt keine, also ich, es geht hier nicht um eine Ja-Sager-Welt. Man muss auch Nein sagen. Und das muss nicht immer ich sein. It doesn't have to be angry. Das muss nicht böse sein oder zornig. No. Sondern einfach mal Nein sagen. With respect. Respektvoll. With kindness. Mit Güte und Freundlichkeit. That's expression. Das ist Ausdruck. So just seeing or witnessing how you can be different and how you can express differently by connecting deeper and higher aspect in yourself. That's the key. That trusting that you can do that. Und der Schlüssel liegt wirklich hier da, dadurch, dass man sich wirklich mit der eigenen Tiefgründigkeit, mit diesem höheren Aspekt unserer Selbst sich verbinden kann, dass dann der Ausdruck entsprechend auch sich verändern wird. Das ist der Schlüssel. But it's not so much what you create. Es geht aber nicht so sehr um das, was wir erschaffen, but the way you're experiencing yourself. Sondern darum, wie wir uns selbst erleben. And if you're experiencing fuller, for sure, your expression will be fuller. Wenn wir uns selbst erfüllt erleben, wird auch unser Ausdruck erfüllt sein. Many like a modern society, big corporations, many times they can, it looks like at least, they create outcome, false kind of outcome without the creators. They get totally in untouched with themselves, but still the products they can create. Then in the end, the product kill them, or product kills. I mean, it's just big disaster somehow. You know. In unserer modernen Gesellschaft gibt es das, dass es einfach Firmen gibt, wo man das richtig gehend sehen kann, oder Konzerne, Firmen gibt, wo die halt darauf aus sind, ein bestimmtes Produkt zu kreieren. Und nicht in Kontakt mit der Quelle dieser Schöpfung, dieser Kreation sozusagen sind und dadurch etwas erschaffen, was entweder nicht passt oder falsch ist oder sogar sehr schädlich ist, sogar tödlich sein kann.
Not only in that way, but even in a very in a one-to-one relationship with people. Und nicht nur auf dieser großen Basis, sondern tatsächlich auch in der Beziehung zwischen zwei Personen. You can control somebody. Man kann jemanden kontrollieren. Because somebody is weaker, because somebody you have authority, whatever. Weil die schwächer sind als wir, weil wir ihnen gegenüber Autorität ausüben können, was immer. Or like parents controlling children, you know. Oder wie Eltern ihre Kinder kontrollieren. But is it a fun to control somebody? Die Frage ist aber, macht das denn eigentlich Spaß? Is it a fun to see somebody's pain? Und macht es Spaß, andere in ihrem Schmerz zu sehen? Instead, see the freedom in somebody. Statt die Freiheit bei the space in somebody. Dass jemand Platz hat, Raum, the flow in somebody. Dass er in Fluss gekommen ist. Joy, it's a joy. Und sich freut, das ist Freude. So it is more joy to see that space in somebody too. Es macht also viel mehr Freude, diese Weite in jemand anderen zu sehen. But of course, sometimes you have to sacrifice your own ego. Tatsächlich muss man dafür manchmal sein eigenes Ego opfern. The ability to do that, you have to find your own space of freedom. Und um das tun zu your freedom, find your freedom to give freedom to somebody. Um das tun zu können, muss man aber seine eigene Freiheit, seine eigene Weite finden. Wenn man seine eigene Freiheit und seine eigene Weite findet, dann kann man in Kontakt kommen mit der Weite und der Freiheit von anderen. With any relationship, people control each other all the time. In all diesen Beziehungen versuchen die Leute immer einander zu kontrollieren. People must manage to do that. Und Leute haben gelernt, das zu tun. People wanted to be controlled. Please control me. Und manchmal haben die Leute sogar diese Einstellung, sie möchten kontrolliert werden. I love the way you control me. Es gefällt mir, wie du mich kontrollierst. It's not that they love. They're ignorant. They don't love to be controlled. Das ist nicht, dass they don't see better. Das ist nicht, dass ihnen das wirklich Freude machen würde, sondern sie wissen es einfach nicht besser. Sie wissen nicht, wie es besser sein kann. If you have a way of seeing the better, then you show that better side to others. No. Wenn man die Fähigkeit hat, das Bessere zu erkennen, dann kann man dieses Bessere auch zeigen. So there's all this the possibility of, I think, seeing, able to see, or able, as I was saying in the practice, be curious. Das heißt, all diese Möglichkeiten, die potenziell sichtbar sein können. Life. Und darum habe ich gesagt in der Praxis, seid neugierig auf das Leben. Bring back the child, curiosity quality of the child. Seid so neugierig, wie ein Kind neugierig ist. That's what we need, especially when we go older. I recently met somebody saying, oh, no, you know, life is not much fun. I said, what? He said, life is not much fun, you know. And maybe for some of you, it might be a little disappointing to say that, but what he said, I'm 60, now it's finished. Maybe you can imagine that's somebody Asian, not a Westerner. Mm-hmm. In the West, they will get two more marriages, right? Und das ist wirklich was Wichtiges, vor allen Dingen, wenn man älter wird. Je älter wird man wird, desto wichtiger ist es. Man trifft oft auf Leute, die sagen, oh nee, das Leben macht dann irgendwie keinen Spaß mehr. Und wenn man dann fragt, warum? Also vielleicht ist das ja enttäuschend oder so, wenn man dann das Gefühl hat, man ist 60 Jahre alt und das Leben ist jetzt irgendwie zu Ende. Aber oft im Westen heiratet man dann einfach nochmal. It's really like, it's kind of sad to see. Irgendwie ist es traurig, das zu sehen. And this person is quite intelligent, in a, conventionally speaking. Konventionell gesehen ist successful business person, this and that and everything. But the view of the life, that's amazing. Ist potenziell ist diese Person vielleicht sehr intelligent und also im konventionellen Sinne und erfolgreich, aber tatsächlich die Art und Weise, wie diese Person das Leben betrachtet, bringt nicht so viel. The good news is there is no specific moment for awakening. Gute Nachricht ist, es gibt keinen den Moment des Erwachens. There is not requirement of specific age to awake. Man muss auch kein bestimmtes Alter haben, um wach zu sein oder wach zu werden. You can wake when you're very young, you can wake when you're very old. You can wake all in between. Man kann erwachen, wenn man sehr jung ist, wenn man sehr alt ist und auf der ganzen Strecke dazwischen. You can choose to wake with pain, you can choose to wake with the space. Und man kann sich aussuchen, ob man im Schmerz erwachen will oder in der Weite. Infinite way of awakening.
gibt unendliche Möglichkeiten des Erwachens. But get curious to it. Wenn man neugierig ist. The potentiality to it. Die Potenziale dazu, die Möglichkeiten dazu, das zu tun, hat man. I think that's the kind of most important, no? Und das ist das Wichtigste, scheint mir. That makes sense? So, this is very much, I want everybody, you know, specifically those who are here, and if you are here, like with this mind where, you know, I have this project I have a problem with, I hope this weekend I'll find some solution. Of course, yeah, you will find some solution, but it's not the project only. It's more like you. It's more your personal development, your Dharma development, your connection to yourself. In that process, everything what you do will come naturally. But if you go for trying to create something by not addressing yourself, it never happened in the past, it will never happen now, it will never happen in the future. So I'm sure there's no exception for you. Und in Bezug eben auf all die Gründe, die ihr vielleicht hattet oder die Sie vielleicht haben, auch hierher gekommen zu sein, zu diesem Kurs oder zu diesem Seminar, wo man vielleicht dann auch den Wunsch hat, ich komme mit einer bestimmten Idee hierher und hoffe, dass ich hier vielleicht auf die Idee komme, wie ich die Sache verwirklichen kann, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt für mein Projekt. Da sei nochmal darauf hingewiesen, es geht dabei weniger um das Projekt als solches, sondern vielmehr um uns selber, um unsere persönliche Entwicklung, um unsere Entwicklung zum Beispiel im Dharma, um unsere Art und Weise, wie wir wirklich verbunden sind mit uns selbst oder Verbindung aufnehmen mit uns selbst. Und in diesem Prozess der Entwicklung kommen sozusagen die Dinge natürlich zusammen. Solange wir versuchen, etwas zu kreieren, was mit uns selber letztlich nicht verbunden ist und nicht zu tun hat, wird sich das nicht manifestieren. Das war weder in der Vergangenheit so, noch kann es jetzt so sein, noch wird es zukünftig sein. Und ich bin sicher, Sathya Rinpoche, es gibt auch für uns hier keine Ausnahme davon, dieser Regel.